Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Alpha Saphir Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir in Baumhausen City den Federorden ergattert. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Die Route 120 entlang. Und wie es aussieht, dann auch direkt auf die Route 121, wie das dann da sein wird. Wenn ich auf die Karte gucke. Und da gibt es noch zwei Punkte. Das eine ist die Safari-Zone, das andere ist der Pyroberg. Ich glaube, der Pyroberg, halt, wir sehen wir falsch, soll ja unser nächstes Ziel sein. Der ist der Wege, gehen wir mal durch. Wird wieder einige Trainer geben, nehme ich an. Surfer müssen wir wem beibringen, gegebenenfalls. Wir konnten hier irgendwie ein kleines Stück surfen. Vielleicht gab es da irgendein nettes Item. Nicht hier, weiter unten. Oder? Hätte man doch hier surfen können. Lohnt es sich hier zu surfen? Es fehlt mal nichts auf Anhieb. Na, da warten wir mal noch damit. So. Ein paar Trainer gibt es auch und ich denke mal, dass wir dann auf Route 121, wenn sie das ist, ein nächstes Pokémon fangen können. Hoffentlich. Wie sieht es denn levelmäßig aus? Wir nehmen Flammi wieder mit vor. Flammi wäre ja fast hops gegangen. Aber nur fast. So, ich mag den Sprite von diesem Trainer nicht. Der hat fast mir schon mal kaputt gemacht. Hast du Attacken auf Lager, die fliegenden Pokémon schaden können? Ja, hätte ich. Willst du ein paar haben? Metacross. Aber es ist doch vom Typ Stahl. Das heißt, Flammi wäre perfekt dafür. Beiß doch mal mit einem Feuerzahn rein. Patronenhieb. Das macht gar nichts. Ach Gott, süß. Haps. Jawohl. Das ist aber auch nicht sehr viel unbedingt. Aber wir bleiben dabei und hoffen, dass hier keine dumme Attacke kommt. Kann das irgendeine Bodenattacke vielleicht? Ich weiß es nicht. Verfolgung. Ach Gott. Schwaches Moveset bis jetzt. Aber das war ganz schön viel Damage für Verfolgung. Es wehrt die Attacke natürlich ab. Ganz klar. Junge, Junge, ich mach mal low. Flammi, treffen. Und besiegen. Ganz wichtig, jawohl. Ach, jetzt kann man den da voll treffen. Ist ja doch auch so gereicht. Der kommt ihm mal dann, wenn man ihn nicht braucht. Level up. Level 35. Sehr gut. Wie wär's mit Flammenwurf? Schade. Ein Xatu. Safety first. Trank für Flammi. Dann beißen wir mit Biss rein. Biss sollte auch viel Aua machen. Gegen dieses Psycho-Pokémon. Luftschnitt. Das ist okay, hat Damage. Den nehmen wir mit. So. Oh, nicht der Konfusstrahl. Nicht der Konfusstrahl. Ich hasse es, verwirrt zu sein. Los, Flammi. Nicht beeindrucken lassen davon. Jawohl, hab's. Das war Damage. Komm, das kannst du nochmal. Wunschtraum. Okay. Okay. Jawohl, Flammi. Keine Gnade. Es ist unbeeindruckt. Vom Konfusstrahl. Nice, nice. Das war gut. Du bist mir um einiges voraus. Jawohl, das bin ich. Ich bin auch der angehende Champion. Von Höhen. Sehr weitläufig diese Route. Warum geht es denn so arg zur Seite? Was soll das? Geht es hier nicht noch weiter runter? Liegt hier nichts? Hier liegt auch tatsächlich nichts. Naja, gut. Kämpfen wir gegen dieses dumme Kind hier. Hallo. Ich spiele Ninja und das war eben mein Tarnjutsu. Ich wette, du hast nicht gesehen, wo ich war. Ja, ja. Krypuk. Oh, siehst du das komische Geistding, oder? Jetzt fängt es schon wieder an zu lecken. Oh Gott, ach Gott, ach Gott. Na, jetzt weiß ich, was da los ist mit dem Emulator in letzter Zeit. Aber naja. Krypuk. Geist, Psycho, Unlicht. Was könnte das wieder alles sein? Wir machen mal einen Feuerzahn. Und gucken. Hypnose. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Ich hasse Hypnose. So, was machen wir denn gegen dich jetzt? Matzfrau wäre doch ganz richtig dafür, glaube ich. Wobei, Randy könnte das auch. Randy hat doch Schaufler. Go, Randy. Besiege dieses komische Dämonen, Geister, whatever, Vieh. Unheilböen. Ach, gar nichts.
gar nichts macht es. Ach, wir haben auch noch die Drachenhut hier. So, wir machen den Schaufler. Wir sind hoffentlich schneller, jawohl. Das Krokodil gräbt sich in den Boden. Und Dutz. Oh, nicht sehr effektiv, okay. Da habe ich das wieder verwechselt, aber es war ein Volltreffer, sehr gut. Red schon wieder ein, dass der Boden gut gegen Geist ist. Weil früher immer die Geist-Pokémon noch Gift als zwei Typen hatten. Despota. Oh. Ich glaube, da graben wir uns wieder ein, oder? Anspannung. Wir können keine Beeren mehr essen. Das ist aber schade. So, ab in den Boden. Wenn es jetzt Erdbeben macht, weil das trifft, glaube ich, auch, wenn man im Boden ist. Na gut, dann nicht. Dutz. Oh. Randy. Was ist hier los? Hochmut von Randy wirkt. Angriff steigt. Jawohl. Noch eins. Das ist immerhin kein Mega-Desportal, was mich ein bisschen wundert, muss ich sagen. Aber nehmen wir dankend an. Sonst wäre es wieder sehr, sehr ekelhaft geworden. So. Nochmal ein One-Hit. One-Hit-Wonder, Randy. Boing. Alter, Randy, was ist hier los? Jesus Christ. Ist nicht schlecht. Level 36. Sehr gut. Grimasse. Na, braucht man nicht. Macht kein Damage. Braucht man nicht. Ganz einfach. Ganz einfache Regel. So. Flammy hat ein bisschen was eingesteckt. Flammy schläft auch noch vor allem. So, aber da hatten wir doch jetzt eine Beere. Oder? So. Wir werden sie finden. Da haben wir sie. Oh, ganze vier Stück haben wir davon. Ist natürlich nice. Komm, wir geben Flammy einen Supertrank. Wir haben die Supertränke, also sollten wir sie auch nutzen. Noch 15 Stück. Ja, easy peasy. Und weiter geht's. Dich nehmen wir auch noch mit hier. Hallo. Mein Schirm, mein Pokémon und ich. Würde eines dieser Elemente fehlen, wäre dieser wunderschöne Anblick ruiniert. Oh Gott. Ein Pokémon, ein Viskogon. Was hatten wir auch mal? So, das war vom Typ Drache, ne? Und was noch? Gift wahrscheinlich. War es überhaupt Drache? Ich weiß es wieder nicht, aber ich. Ah, dann wäre vorher zahlen, ist dumm gewesen. Ich Idiot. Ja, war nicht die cleverste Entscheidung hier eben. Body Slam. Flammy muss wohl wieder raus. Flammy verliert sehr schnell HP. Das gefällt mir überhaupt nicht. Was machen wir jetzt gegen diese dumme Drachen-Pokémon? Matzfrau. Matzfrau regelt wieder. Da ist zumindest der Body Slam auch scheißegal. Und ich denke, Bodenattacken sollten hier wirken. Trash-Flegel. Das verteilt Ohrfeigen. Wir machen die Dampfwalze. Ich mag Dampfwalze irgendwie. Feuer, oder? Sind wir paralysiert? Nicht? Das Spiel ist auf unserer Seite ausnahmsweise mal. Okay, ist auch nicht sehr effektiv, aber ich hinterfrage es jetzt nicht weiter. Aber es macht trotzdem gut Damage. Nice. Easy peasy. Jawohl, Level 36 für Flammy. Jetzt hast du diesen wunderschönen Anblick ruiniert. Das sah vorher schon geknackt aus. Gib dann mir die Schuld. Und wieder ein Supertrank. Und Paraheiler gibt es auch noch. Vielleicht schafft Flammy es ja diesmal, jetzt ein Pokémon zu besiegen, ohne dass wir es wechseln müssen. Da oben ist ein Busch. Pokémon haben viele spezielle Fähigkeiten. Wenn du ein wirklich erstklassiger Trainer werden willst, musst du dich intensiv mit ihnen auseinandersetzen. Ach ja. Wenn ich das nicht tue. Draschel. Ist das die Vorstufe von Brutalander? Ich glaube ja. Gott sei Dank nur ein Draschel. Also auch wieder ein Drachen-Pokémon. Das gefällt mir alles nicht so sehr, muss ich sagen. Wir beißen mal rein. Gucken, was diese Schale aushält. Oh, sehr viel. Das ist zurückgeschreckt. Mal gucken, ob wir das durchkriegen hier mit Flammy. So ein Volltreffer wäre doch mal gut. Drachenklaue. Es hat gar keine Klauen. Alter, what the fuck? Ach, es ist auch Level 36. Den sehe ich jetzt erst. Wie regeln wir das jetzt? Ich glaube, ich mache mal Sir Lanzi rein.
Solanzi könnte mit Schlitzer zumindest mal draufhauen, glaube ich. Jesus, ey. Das war sehr viel Damage eben. Ja, auch mit der Drachenklaue. Das gefällt mir schon besser. Das gefällt mir schon besser. Wir machen einen Schlitzer. Schutzschild. Diese Attacke bringt doch nichts. Hör auf damit. Knirsche. Gefällt mir auch nicht. Und man sollte auch nicht so viel Damage machen. Sehr gut. Na, das reicht auch nicht ganz. Okay. Oh, du dummes Schutzschild. Hör auf damit. Was soll das? Der Kampf könnte schon längst vorbei sein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jo, du hast dich offensichtlich gut mit ihnen auseinandergesetzt. Naja, so halbwegs. So halbwegs. Supertrank. Flammi. Sir Lanzi kriegt auch ein. Na komm. Gib mir der Wartfrau auch noch ein. Weiter geht's. Gibt's irgendwo ein Item mit Sicherheit, oder? Randy. Busch wegschneiden, dankeschön. Was ist hier versteckelt? Beeren und eine Geheimbasis. Ja. Komm. Wenn wir schon mal hier sind. 4 Nirbebeeren. Waren das hier gegen Schlaf? Haben wir nicht eben eingesetzt? Wildbierbeeren. Und Sananabeeren. Sananana. Nun, okay. Das sieht auch sehr verdächtig aus hier. Aber hier ist nichts. Okay. Weiter geht's. Gibt's hier irgendwas? Ist hier ein Kecleon? Ja, das willst du aber nicht fangen wollen jetzt. Nee, das machen wir jetzt nicht. Weil ich glaube, hier gibt es noch einige andere, oder? Finde ich jetzt ein bisschen blöd. So, da unten ist ein Trainer. Gibt es keine Items? Das ist eine dumme Geheimbasis. Was hat es mit diesen Geheimbasen auf sich? Hat das wirklich jemand gemacht? Ein Wurzelfossil? Oh, wegen den Fossilen wollten wir auch nochmal gucken, glaube ich, ne? Hm. Wir können doch jetzt auch fliegen. Wenn die Folge hier rum ist, gucke ich mal, ob ich jetzt die Fossilien wiedererwecken kann. Kampfgefällig? Sehr gerne. Ja, vielleicht kriegen wir da noch ein gutes Pokémon raus. Wir haben ja, glaube ich, ein paar Fossile, ne? Ein Tanheel. Flammi, das sollte jetzt kein Problem sein. Das solltest du alleine hinkriegen. Ansonsten wird es langsam doch etwas fragwürdig. Oh mein Gott, ey. Warum wird das denn alles abgewehrt? Das gibt's doch nicht. Oh, komm jetzt, Flammi. Dankeschön. Reicht das? Das reicht nicht. Alter Vater. Feuerzahn. Gut. Knapp, aber es hat gereicht. Gegen ein kleines Tunnel. Was machen wir mit Flammi? Mir gefällt das überhaupt nicht, ehrlich gesagt. So. Hier kann man runterspringen. Hier geht's normal runter, oder was? Ne, wir müssen hier runterspringen, okay. Dann bevor wir es vergessen. Supertrank für Flammi. Again. Gefühlt der 10. heute. Dann springen wir hier mal runter. Eine Brücke. Sehr gut. Oh, die Draufsicht. Seht ihr die Wolken im Himmel? Schön, oder? Schön. Was haben wir hier? Okay, hier geht die Route weiter. Oder hier geht es zur nächsten Route schon. Kommt die dann hier gleich? Abyssplatte. Haben wir auch schon ein paar gehabt, glaube ich. Brauchen wir nicht. Jetzt geht es jetzt hier unten weiter oder geht es jetzt oben weiter? Hier geht es wohl weiter. Da würde ich aber erstmal gerne gucken wollen, was wir hier im Wasser haben. Das sieht nämlich auch sehr verdächtig aus. So, hier war ja auch nichts. Zur Surfer. Wem bringen wir jetzt Surfer bei? Das ist jetzt die große Frage. Surfer. Was würde denn Sinn machen? Hm.
Wollen wir es Luxi beibringen? Ich weiß nicht. Da hätte Luxi was gegen Boden-Pokémon und Gesteins-Pokémon zumindest. Das wäre ganz geil. Wir haben noch den Silberblick. Wir machen den Silberblick weg. Auf Luxi surfen! Das ist doch schon auch was Nettes. So. Wir möchten Surfer einsetzen, jawohl. Hier muss es doch irgendwas geben. Kann mir doch keiner erzählen. Nur eine Geheimbasis. Ach, leck mich doch am Sack. Es nimmt Überhand hier. Mit dem Kram. Gut. Gehen wir auf die nächste Route. Beziehungsweise, ich glaube, den einen Trainer müssen wir noch besiegen. Und fangen dann ein nächstes Pokémon. Wir müssen ihn nicht besiegen. Will er kämpfen überhaupt? Er will kämpfen. Lass dich mal einen Blick auf deinen Pokémon werfen und prüfen, ob sie fit genug für eine Abenteuerreise sind. Die Reise ist schon fast vorbei. Du bist zu spät dran, Freundchen. Ein Ampharos. Oh, wie süß. Oh, ein mega Ampharos. Scheiße. okay. Überbrückung. Okay, unsere Fähigkeiten zählen uns nicht mehr. Das ist aber ein Fall für Watzfrau jetzt definitiv. Mega Ampharos. Na, da mag ich das Design nicht. Da gefällt mir das normale Amphi besser. Watzfrau, los. Konfusstrahl. Warum der Konfusstrahl? Niemand mag Konfusstrahl. Hört doch auf damit. Wir sind schneller als das Vieh, okay. Jawohl. Volltreffer. Oh, schade. Aber sehr, sehr guter Damage. Bodycheck kannst du machen. Das sollte nicht viel machen. Sehr gut. Ah, easy, easy Game für Watzfrau hier. So, Watzfrau hier. Mit dir können wir richtig schön durchrushen hier. Ah, und wieder nicht verwirrt. Da haben wir sehr viel Glück momentan. Jetzt kam der Volltreffer wieder, klar. immer am Schluss, wenn man nicht mehr braucht. Ah, Level 37 für Flammi. Flammensturm will Flammi erlernen. Flammensturm hat 80er Stärke, 100 Genauigkeit. Greift alles in seiner Umgebung mit tiefroten Flammen an. Okay. Das ist spezial. Sehe ich jetzt auch nochmal, wie hoch der Spezialangriff ist von Flammi. Ich würde den Feuerzahn aber auch noch gerne behalten, weil der war ja, glaube ich, physisch. Wir machen das mal weg hier, komm. Ruckzuckhieb ist jetzt nicht so das zwingend. Die zwingende Attacke, die man braucht. Ein Elektroball gibt's noch. Gut. Wir bleiben bei Watzfrau, bevor das Vieh in die Luft fliegt. Ich will mal wieder eine Intensität machen. Sternschauer, ach Gott. Süß. Nicht mehr verwirrt. Und Stärke 7 ist okay. Sollte gut Aua machen. Wie das gut Aua macht. Eieieiei. Auf Wiedersehen, du kleines Bällchen. Und Level 38, jawohl. Watzfrau wächst und wird stärker. Wenn sollte einem starken Pokémon-Team brauchst du auf deiner Reise vor nichts Angst zu haben. Mhm. Außer es kommt so ein Depp mit so einem Proto-Groudon oder Proto-Kyokre. Dann habe ich da weniger Bock drauf, muss ich sagen. So, Luxi nach vorne. So, eine neue Route. Beginnt nach diesem Kampf. Wie steht es um deine körperliche Fitness? Wenn du nicht fit bist, könntest du in manchen Situationen Probleme bekommen. Ja, ja. Ist klar. Wieder zwei Pokémon. Skullig. Was ist ein Skullig? Sagt man gerade gar nichts. Dicker, hässlicher Vogel. okay. Da sollte doch ein Donnerzahn gut sein. Schauen wir mal. Haps. Oh, es lebt noch. Schmeichler. Es schmeichelt uns und Luxi freut sich. Spezialangriff steigt und wir sind verwirrt. Oh, ich hasse es. Wie oft wir verwirrt sind, aber... Bis jetzt? Haben wir uns nicht selbst geschlagen. Nicht schlecht. Ich bin begeistert. So, was kommt noch? Rockkaiman. Naja, das ist ein Krokodil. Da könnte man Surfer jetzt machen, wa? Nicht mehr verwirrt. Surfer, jawoll.
gut, dass wir Luxi das Surfer beigebracht haben. Traumhaft. Traumhaft gespielt. Ich bin fit wie ein Turnschuh, aber... Mhm. Ein alter, benutzter Turnschuh. Stinkischer Turnschuh. So. Nächste Route. Man gebe mir ein gutes Pokémon. Ist das jetzt diese Geistrulle? Die es in diesem ein Haus gibt. So. Was haben wir hier? Was können wir fangen? Was dürfen wir fangen? Magby. Okay. Das ist okay, aber es entwickelt sich halt nur durch Freundschaft auch wieder weiter, ne? Das heißt, eher useless. Das war zu viel. Okay. Das ging schnell. Wir nehmen die noch mit hier. Ich muss meinen Frust rauslassen irgendwo. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die unseren Verstand übersteigen. Mhm. Oh Gott. Das ist creepy. Hubbelupf. Niemand mag Hubbelupf. Wie hatten wir es genannt? Dietmar hatten wir es genannt, gell? In der Fire Red Edition, meine ich. Wir machen einen Donnerzahn. Wobei. Er sollte sich aufheben. Das ist ja Pflanzeflug. Kannst du mal aufhören damit? Ist ja ekelhaft. Was nochmal? Ja, natürlich, fünfmal. Immer fünfmal. Immer. ziehen wir das durch. Wir beißen mal rein. Gucken, ob das mehr Damage macht. Verschreckt es aber auch zurück. Volltreffer. Akrobatik. Ja. Gut. Das schafft Luxi auf jeden Fall noch. Biss und weg. So, Pflanze oder Flug? Pflanze oder Flug? Was wird es sein? Was hat sie noch im Angebot? Wir sollten auf jeden Fall wechseln dann. Ein Hopspross. Ah, süß. Wir wechseln trotzdem. Und zwar zu Flammi. Da darf Flammi gleich mal den Flammensturm an diesem überaus schwachen Gegner testen. Vielleicht kleiner Overkill. Aber hey. I don't care. Flammensturm, let's go! Jawohl! Bam! Weg ist die Energieleiste. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da habe ich wohl verloren. Ja, das hast du. Und das nicht mal knapp. Dann soll es das jetzt hier gewesen sein. Hier sind noch ein paar Trainer wahrscheinlich, gegen die wir kämpfen können. Aber das machen wir alles im nächsten Part. Ich glaube, dann schaffen wir es auch schon zum Pyroberg, ne? Safari-Zone muss ich auch nochmal gucken, ob wir die mitnehmen. Ob die überhaupt offen ist? Ich muss gucken. Bis dahin, macht's gut. Ciao.